Bis vor wenigen Wochen, kann man sagen, haben die US-Notenbanker die Märkte im Griff gehabt, hat sich Jerome Powell geäußert. Dann haben die Märkte gespurt, haben reagiert auf das, was er gesagt hat. Das scheint jetzt vorbei zu sein. Ende vorletzter Woche hatte Jerome Powell gesprochen, gesagt, die Zinsen, die werden länger hoch bleiben und wir können jederzeit die Zinsen anheben. Alleine die Märkte haben sich gesagt, ach, lass den guten alten Mann doch mal reden. Wir machen das Gegenteil von dem, was er sagt und preisen ein, dass die Fed die Zinsen mehrfach in 2024 senken wird und das, obwohl sie nicht erwarten, dass die Wirtschaft in eine Rezession kommt. Also ist die Fed heute in einer Situation bei ihrer Sitzung, bei der Pressekonferenz von Jerome Powell, dass du irgendwie mal über Worte hinausgehen müsstest und Taten sprechen lassen müsstest, wenn du irgendwie diesen Zugriff auf die Märkte noch behalten willst. Was kann die Fed tun? Nun, man könnte zum Beispiel sagen, ach Kinder, wir könnten jetzt mal direkt Anleihen aus unserem Anleihenbestand verkaufen. Bisher lässt die Fed ja nur bestehende Anleihen einfach auslaufen, verlängert sie nicht, verkauft aber nicht aktiv Anleihen. Und wir haben jetzt gesehen, dass ja die Renditen gefallen sind, die Aktienmärkte gestiegen sind, die Financial Conditions also sehr locker geworden sind. Und das schafft ein neues Problem für die US-Notenbank, wie ich gleich zeigen werde. Hier sehen wir mal, wir sind jetzt praktisch da, was die Financial Conditions betrifft, wie im Juni letzten Jahres, wie im Juni 2022. Damals waren die Zinsen so, naja, bei 3,5% um und bei. Also man könnte sagen, fast 2% Zinsanhebungen durch die US-Notenbank sind jetzt weitgehend verpufft. Und warum ist das ein Problem, wenn Aktien steigen? Zum Beispiel, wenn also die Assetpreise steigen, weil wie der legendäre Nobelpreisträger Ben Bernanke 2010 schon gesagt hat, dass eben Asset Prices, die steigen, die boosten Confidence, die sorgen also für zunehmendes Vertrauen. Und zunehmendes Vertrauen sorgt für stärkeres Wachstum der Wirtschaft, sorgt also für stärkere Nachfrage, sorgt damit für das Potenzial für neue Inflation, zumal ja durch die fallenden Renditen eben die Kredite günstiger geworden sind. Also das ist der Zusammenhang, warum die Fed durchaus auch auf die Aktienkurse achtet, wie Powell kürzlich zugegeben hat. Und damals war ja die Situation bei der letzten Fed-Sitzung, die Anleiherenditen waren extrem hoch, die Assetpreise waren eher niedriger. Also sagte Paul, Mensch, der Markt, der macht doch so ein bisschen unsere Arbeit. Das ist komplett vorbei. Und gestern ja die Inflationsdaten ein Ticken höher als erwartet. Da gab es ja eigentlich, naja, ich sag mal, die Flüsterschätzungen, die gesagt haben, wir könnten hier eine negative Zahl sehen, war nicht der Fall. Also nach wie vor Kerninflation bei 4% und vor allem diese Kerninflation Supercore im Dienstleistungssektor ohne Housing, das hat Paul, haben andere FED-Mitglieder immer wieder betont, das ist uns sehr, sehr wichtig, ist zum Vormonat um 0,44% gestiegen, deutlicher Anstieg, das sollte die FED besorgen. Aber die Märkte sagen sich, who cares, wir preisen mal jetzt 5 Zinssenkungen ein für 2024. Ab 1.5. mit einer Wahrscheinlichkeit von 49% werden die Zinsen sinken, dann nochmal und so weiter und so fort, 5-mal. Und hier sehen wir, wie stark die Financial Conditions alleine jetzt im November nachgelassen haben. Das war der größte Die größte Lockerung der Financial Conditions in Financial History, könnte man sagen. Im November hat man schon 3,5 Zinssenkungen eingepreist. Jetzt sehen wir nochmal praktisch eine zusätzliche Bepreisung. Also 4 bis 5 Zinssenkungen und wie Michael Geyertz sagt, der Markt zeigt eine Rallye und wegen den Zinssenkungsspekulationen, Erwartungen, das ist genau der Grund, warum es nach oben geht. Und eigentlich, so sagte Michael Geyertz, ja, wenn ihr davon ausgeht, dass die Fed die Zinsen senkt, dann geht ihr davon aus, dass ein Credit Event kommen wird, so wie die Bankenkrise im Frühjahr diesen Jahres, März, April diesen Jahres. Aber so oder so, die Fed hat ja anfangs die Inflation als transitory bezeichnet, vorübergehend also, und muss jetzt feststellen, dass offenkundig ihre Glaubwürdigkeit vorübergehend war. Was wird sie heute machen? Sie wird wahrscheinlich nicht die Zinsen anheben, ziemlich sicher die Zinsen nicht anheben. Das wäre natürlich eine nukleare Option neben der Möglichkeit
Anleihen wirklich aktiv zu verkaufen aus dem Portfolio, dann werden sie sagen, naja, wir könnten jederzeit die Zinsen anheben, wenn nötig. Die Märkte werden dem dann wieder nicht glauben. Also wird jetzt diese Endlosschleife kommen, die Fed redet, die Märkte glauben es nicht. Hier wichtig dann heute auch die Projektionen. Wie viel Zinssenkungen erwartet die Fed selber in den Dotplots? Wie sieht sie die Inflation? Wie sieht sie das Wirtschaftswachstum? All das wird heute wichtig sein, aber so oder so, Paul Volcker, der ehemalige Notenbankchef, hat mal den Satz gesagt, seit die Zentralbanken, seit es Zentralbanken gibt, ist auffällig, dass wir tendenziell mehr Inflation haben. Und es ist wohl kein Zufall, dass diese Inflation ja durch die Fed letztendlich ausgelöst wurde, durch die massive Ausweitung der Geldmenge, durch die Senkung der Zinsen auf Null. Dann kamen Lieferkettenschwierigkeiten wegen Corona, zu wenig Güter bei zu viel Nachfrage, also stiegen die Preise für Güter. Jetzt sind wir in der Situation, dass die Güterpreise gar nicht mehr das Problem ist, aber Problem sind, sondern der Dienstleistungssektor, der vor allem wegen Demografie ein Problem ist, weil es schlichtweg zu wenig Leute gibt. All das spielen nicht nur die Aktienmärkte, nämlich die Zinssenkungserwartungen, sondern auch jetzt eben mit den fallenden Renditen die Anleihemärkte. Wir hatten dann gestern noch eine sehr beachtete Auktion 30-jähriger US-Staatsanleihen, die sehr gut ausgefallen ist diesmal. Die letzte, die davor, die war eine echte Katastrophe. Damals die Märkte kurzzeitig schockiert, gestern dann Erleichterung. Daher sahen wir dann nochmal bei den Aktienmärkten etwas nach oben, nachdem die Renditen aufgrund dieser sehr guten Auktion gefallen waren. Aber schauen wir uns mal an, die meisten Notenbanken dieser Welt, die lockern schon die Zinsen. Und das tun sie, weil die Wirtschaft schlechter wird. Die Wirtschaft in China ist nicht besonders toll, die in der Eurozone ist nicht toll, die amerikanische scheint sich noch zu halten, aber all das natürlich auf Pump finanziert. Wir sehen jetzt das Defizit, das Budget-Defizit in den USA ist 26% im November gestiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat. Mit einem Defizit in einem Monat von 314 Milliarden Euro ist das der höchste Wert seit März. Das ist sozusagen bei gleichzeitig steigenden fiskalischen Defiziten. Wird natürlich die Zinsbelastung immer problematischer. Kommen wir zu den Märkten. Wir haben am Freitag ja jetzt den großen Verfall. Im Vorfeld sehen wir neue Tiefstände beim VIX. Wir sind auf dem tiefsten Stand seit Januar 2020, kurz bevor es Bums machte und die Vola aufgrund von Corona nach oben stieg. Tendenziell sehen wir, dass die Volatilität steigt, wenn die Fed tightend, also wenn die Fed die Geldpolitik strafft. Und ja, sie reduziert die Bilanzsumme, aber gleichzeitig ist durch die Reduktion der Reverse Repo Volumina praktisch neue Liquidität in den Markt gekommen, die das überkompensiert, weswegen die Aktienmärkte eine Rallye zaubern, die jedoch an den Fundamentaldaten weitgehend vorbeigeht. Wir sehen hier den Economic Surprise Index, also die Abweichung von der Erwartung. Wir sehen, die Daten werden schwächer. Wir sehen Economic Surprise Index und Ölpreis deutlich auf dem Weg nach unten, aber zyklische Aktien auf dem Weg nach oben. Das zeigt diese Lücke. Also irgendwas ist da, passt da nicht zusammen. Eine Erklärung dafür sind die Optionen. Wir haben derzeit massives Call-Buying im Optionsbereich, vor allem Zero DTE, also Optionen, die am selben Tag noch verfallen. Hier sehen wir mal das Dealer-Gamma nochmal, also die Positionierung, die Absicherungspositionierungen, weil die Dealer, weil die Verkäufer der Optionen sozusagen sich mit dem Underlying, mit dem Kauf des Underlyings absichern, jetzt extrem long sind. Irgendwann müssen sie das auflösen. Das wird jetzt die größte OPEX, also größte Options Expiry in History. Da geht es mal eben in diesem Bereich allein um 3,1 Billionen. Und wie gesagt, wir sehen massive Call-Käufe, die das Ganze nach oben ziehen. Mithin also eine Mechanik, die dafür sorgt, dass die Fed mehr oder weniger in ihren Aussagen komplett verpufft, während die Ölpreise, ich hatte es vorhin schon angesprochen, sagen, die Rezession hat längst begonnen. Hier versucht der Diego fast noch, das nochmal zusammenzufassen. Ölpreis suggeriert, Rezession hat begonnen. Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen verkünden, dass die Zeit risikofreier ist als im Durchschnitt zwischen 2010 und 2019. VIX, null Angst im Markt.
Also gleichzeitig steigen aber die Insolvenzzahlen in den USA wie in Deutschland, wie eigentlich weltweit. Wir sehen, der Ölpreis jetzt deutlich niedriger als zu der Zeit, als Putin in die Ukraine einmarschiert ist. Wir sehen die negativen Divergenzen, nach wie vor neues Hoch beim S&P 500, aber die Aktien über dem 200-Tages-Durchschnitt sind weniger hoch als oder haben hier ein tieferes Hoch ausgebildet. Wir sehen den S&P 500 jetzt überhalb des Bollinger Bandes handeln. Das ist sehr, sehr selten. Wir waren Ende Oktober, als wir total ausverkauft waren und die Stimmung total negativ war, waren wir knapp unterhalb des Bollinger Bandes. Jetzt sind wir oberhalb des Bollinger Bandes, überkauft. Wir sehen auf der anderen Seite, dass Substanz nicht sich wirklich rechnet. Wir sehen ja jetzt im Prinzip so eine Junk Rally, so der Dreck wird nach oben gespült, so Ark Innovation von Cathie Wood, unprofitable Tech-Unternehmen. Also der Bullshit wird sozusagen nach oben gespült, weil man eben denkt, naja, Bullshit ist weniger Bullshit, wenn die Zinsen irgendwann niedriger sind, aber Bullshit bleibt Bullshit. Das ist das große Problem. Hier sehen wir mal, die Dividendenaristokraten haben sich deutlich schlechter entwickelt als der S&P 500. Also da ist ein großer Unterschied zwischen Qualität und Junk, könnte man sagen. Junk versucht aufzuräumen. Milei, der neue argentinische Präsident, der jetzt ja seit Ende der letzten Woche oder Anfang dieser Woche im Amt ist. Und er hat jetzt gleich mal den argentinischen Peso um 54% abgewertet. Der Finanzminister, der neue Wirtschaftsminister, Luis Caputo, hat gesagt, there is no more money. Also jetzt beginnt diese Schocktherapie für eine Wirtschaft, die durch sozialistische Experimente systematisch kaputt gemacht wurde. Und sozialistische Experimente führt derzeit dieser Herr aus, nämlich Xi Jinping. Jetzt hatte man ja eine Politbürositzung zur Wirtschaft und hat jetzt gesagt, okay, wir werden die Industriepolitik jetzt als Top-Priorität machen, sozusagen eine moderne Industrie aufzubauen. Keine Rede vom Binnenkonsum, die Märkte eher enttäuscht von dem, was da kam. Es ist auf jeden Fall nicht der große Stimulus, der hier passieren wird in China. Zwei abschließende Empfehlungen. Die FED-Vorschau, was Sie wissen müssen vor der FED-Sitzung. Wird Powell kapitulieren und Zinssenkungen signalisieren? Eher nicht. Die Frage ist, wie kriegt er die Märkte so einigermaßen wieder in den Zaum? Das ist die erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, alle wachsen, nur wir nicht. Hier sehen wir, dass die Konjunkturprognose des IW, da wachsen alle, nur wir werden auch nächstes Jahr schrumpfen. Also immerhin, das ist, Sie müssen die Tabelle nur umdrehen, dann sind wir Spitzenreiter, meine Damen und Herren. Also das würde ich Ihnen auch noch empfehlen, warum, wieso, weshalb es wahrscheinlich nächstes Jahr auch in Deutschland nicht so bombig laufen wird. Lesen Sie in diesem Artikel plus den FED-Artikel 14.30 nochmal Erzeugerpreise und dann heute am Marktgeflüster, bevor dann wir die FED-Sitzung und die Pressekonferenz von Jerome Powell abbilden werden. Also, Artikelempfehlungen, ich sage Servus, ciao.